Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war wie jede Woche beim Rewe und beim Lidl. Und wir fangen mit Rewe an. Und da sind heute auch sehr viel Proviant, Süßproviant mitgekommen. Denn das Kind fährt die Woche weg und hat Wegranzierung eingepackt. Fangen wir aber erstmal mit Rewe ganz normal an. Es ist mitgekommen. 2 Granny Smith Äpfel, ein Paket Weintrauben und ich glaube die letzte Schale Erdbeeren, denn die war wirklich absurd teuer. Und dann habe ich ein Obst entdeckt. Das soll eine Melone sein. Und zwar eine Limelone. Ich weiß es nicht so genau. Sie ist klein. Da steht drauf Juicy Melon with a Touch of Lime. Also ich bin sehr gespannt. Die sieht so aus. Und ist wie so eine Kegelkugel. Aber ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Ja, also die gab es gerade beim Rewe für 2,99 eine so eine Kugel. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Ich glaube, das war es tatsächlich schon an Obst und Gemüse heute, denn ich habe noch ganz viel Paprika da. Die werde ich auch zum Mittagessen verarbeiten. Also da, ich habe auch noch eine Zucchini da und naja, der Mann, der kann momentan ja nicht so gut essen, weil er ja den Zahn gezogen bekommen hat, den Weisheitszahn. Und da müssen wir auch ein bisschen gucken, was wir da so machen können. Alles, was so fusselt und so, ist halt schlecht. So, machen wir weiter. Es ist mitgekommen. Pfirsichmarmelade, leider nicht die in Zucker reduziert, die gab es gerade nicht, aber normale Pfirsichmarmelade tut es halt auch. Dann, wir machen jetzt mit den Keksen hier weiter. Und zwar haben wir einmal mitgenommen, Cake und Schoko von Milka ist einmal Wegproviant. Dann ist Wegproviant Biscoff-Kekse, die haben ja das ganze Auto mit verfüttern. Und American Cookies durften auch noch mit. Dann durfte noch zweimal Mr. Tom mit. Dann musste vor allen Dingen auch mit für unterwegs. Dreimal Dextrose Energy. Dann sind noch 5 Capri-Sonnen mitgekommen. Die müssen natürlich auch mit bei ihm. Dann durften 2 Dosen Thunfisch mit. Dann durfte ein Toastbrot ausnahmsweise mal mit. Und dann war Zott-Joghurt im Angebot für 44 Cent. Da gab es spezielle Sorten, nenne ich es mal. Karibische Träume nennt sich das Ganze. Ich habe mitgebracht. Einmal Bananasplit und einmal Erdbeersplit. Und dann noch was Normales, zweimal Pfirsich-Maracuja. Ich hoffe, es schmeckt. Zumindest das andere. Upsi. Und dann habe ich mir noch, ach nee, warte. Nougat-Bits durften auch einmal mit. Habe ich sonst noch was von Rewe jetzt hier? Nee. So, und dann habe ich mir noch so ein Squishy gekauft. So ein Anti-Stress-Ball. Ich finde den mega gut. Das ist richtig schön. Jo, ist ein bisschen feucht gerade. Aber ja, ich finde den, super. Deswegen habe ich mir den auch noch mitgenommen. So, das war das vom Rewe. Ich räume das ganz fix weg und dann machen wir mit dem Lidl weiter. Der böse Finger hier. Jodele beim Lidl ist mitgekommen. 10-mal Milch. So viel dazu. So, dann durfte auch noch mit 4-mal Taschentuchboxen. Dann 2-mal Kaminwurzlis. 1-mal Schinken. 1-mal Geflügelwurst. 2-mal Sahne. Dann war Barilla Pesto im Angebot für 1,99. Da habe ich einmal mitgenommen Calabrese, dann Rosso und einmal Rustico. Grünes Pesto mag ich nicht so gerne.
Dann zweimal Spaghetti. Dann waren XXL Tortellinis im Angebot. Da habe ich zweimal mit, was ist denn das? Ricotta Spinat mitgebracht. Einmal Frischkäse durfte mit. Dann habe ich einmal so Bandnudeln mitgebracht. Zweimal ein Leckermäulchen, auch mit Pfirsich-Maracuja. Müllbeutel. Dann einmal Schmelzkäse, den brauche ich auch zum Kochen. Dann einmal Paprikasalami. Einmal 6 Eier. Dann habe ich mir mal ein, wie heißt das? Wie heißt die Firma? Starbucks. Starbucks. Starbucks Karamell Macchiato Flavor mitgebracht. Das war im Angebot. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal überhaupt bei Starbucks. Und mir hat der Kaffee sehr gut geschmeckt, den ich da getrunken habe. Und ja, ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Das Wetter soll ja sehr schön werden. Kann ich auf den Balkon mit Karamell Macchiato und einem Buch. Kopfhörern. Oh, das wird schön. Ich freue mich schon. Jedenfalls, dafür ist der Kaffee. So. Und dann durfte noch Eis mit. Und zwar dieses hier wieder. Gab es in der XXL-Größe. Haben wir mitgebracht. Und dann habe ich, habe ich entdeckt. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Pistazie mit weißer Schokolade. Ich hoffe, das schmeckt so gut, wie es aussieht. Ne? Also, ich liebe Pistazien. Pistazien sind der absolute Shit. So, das war's. Mehr habe ich nicht eingekauft. Ist auch trotzdem eine ganze Menge geworden. Also so ist nicht. Kommen wir zum Essensplan. Der Essensplan gestaltet sich diese Woche halt auch etwas schwierig, da wir auch eine Person weniger sind. Weswegen wir noch nicht so genau wissen, was wir am Wochenende tatsächlich essen werden. Aber ich erzähle euch mal, was so bisher geplant ist. Und zwar ist ein Paprikatopf geplant. Eigentlich mache ich den mit Reis. Da aber halt Zahn und so und kleine Sachen immer schwierig sind, mache ich das jetzt einfach mit Bandnudeln. Dann gibt es schon wieder Nudeln, und zwar Tortellinis. Sind immerhin andere Nudeln. Die gibt es mit Sahnesoße. Dann machen wir Sandwich-Toast aus dem Sandwich-Maker. Der Sohn macht mit Thunfisch und ich glaube, der Mann möchte mit Salami. Was ich mir drauf mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch Thunfisch. Mal gucken. Oder wollen wir einen Tag grillen. Das kaufe ich dann aber erst frisch, dann den Tag wahrscheinlich. Und wir wollen einmal Ramen essen. Selbstgemachte Ramen essen. Also, was heißt selbstgemachte Ramen? Man nimmt halt so Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe. Vielleicht kaufe ich auch noch, ich glaube, ich habe noch so Miso-Suppe in der Kammer. Vielleicht mache ich es damit. Also halt so Suppenbasis für Ramen habe ich in der Kammer. Mal gucken, werde ich mir überlegen. Und dann sind 2 Tage noch übrig. Vielleicht gehen wir auch was essen, der Mann und ich, weiß ich noch nicht. Vielleicht essen wir auch irgendwo draußen was, weil wir unterwegs sind. Wir werden sehen. Zur Not habe ich Eier, kann ich auch noch ein Omelette machen oder sowas. Also, ne? Gut, das war's, ihr Lieben. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Montag. Ich hoffe, du bist großartig in diese neue Woche gestartet. Es ist, also ich mag es ja gar nicht beschreiben, ne? Immer wenn ich sage, es ist gutes Wetter, kommen Regenwolken. Aber es ist gutes Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich hoffe, ihr alle habt auch wunderschönen Sonnenschein. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns am Donnerstag vielleicht wieder. Ich weiß es noch nicht. Ich würde es nicht beschwören, dass ich Donnerstag einen Foodhaul mache. Wenn einer kommt, dann ist es schön. Wenn nicht, ist auch schön. Dann sehen wir uns spätestens am Sonntag wieder. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Tschüss.